Hallo, gehörst du auch zu denjenigen, die den Teilnehmerbereich bei Xing immer suchen? Nach meinen Events gebe ich meinen Teilnehmern immer gerne weiterführende Informationen zum Event. Das kann zum Beispiel die komplette Präsentation sein, ein kurzes Handout oder weiterführende Informationen. Und die stelle ich dann in den Teilnehmerbereich und schicke über Xing dann eine Nachricht an alle Teilnehmer. Doch wo befindet sich dieser Teilnehmerbereich? Das zeige ich dir nun ganz schnell, denn es ist wirklich einfach. Du gehst einfach hier auf den Eventmarkt. So, dauert ein Momentchen und klickst dann auf Deine Events. Hier bekommst du deine zukünftigen Events angezeigt, aber schau mal hier, der kleine Pfeil, der eröffnet dir ein kleines Fensterchen und dort kannst du auch auf deine vergangenen Events klicken. So, ich wähle jetzt hier das oberste aus. Das war gestern ein Event mit Thorsten Opphaus zum Thema YouTube-Videos. Wenn ich hier ein bisschen herunterscrolle, dann siehst du hier in dem Bereich, weil du ein Ticket gekauft hast, die Teilnahmeinfos. Dort klickst du einfach drauf und schon bist du im Teilnehmerbereich. Hier findest du dann meine Informationen zum Event, noch ein paar Informationen zum Referenten und zu dem, was angeboten wird, zu deinen weiterführenden Optionen, zu weiterführenden Events, die ich zu dem Thema anbiete. Und hier unten die Dokumente, die ich in den Teilnehmerbereich hochgeladen habe. Das sind dann PDFs und du kannst sie herunterladen. So einfach ist es. Doch nicht jeder hat den Teilnehmerbereich. Wie kann das kommen? Das kann mehrere Möglichkeiten haben. Der Teilnehmerbereich ist ja direkt auf Xing und wenn du jetzt beispielsweise dein Ticket nicht über Xing gekauft hast oder wenn du es nicht selbst gekauft hast, sondern eine andere Person für dich mitgekauft hast oder du nicht mit deinem Xing-Account verbunden bist, dann kann es sein, dass du den Teilnehmerbereich nicht findest. Sollte das so sein, schreib mir einfach bitte eine E-Mail an info@neuemedienwerkstatt.de und ich sende dir dann alle Informationen per E-Mail zu. Viel Spaß mit meinen Events.